Sicher, dass du weißt, was du machst? Ja, ja, schon. Aber das wird eine ganz schön feuchte Angelegenheit hier. Mandy, ich glaube, ja? Wir haben ein Problem. Warum ist denn das Wasser hier nicht abgelaufen unten? Also es geht nicht mehr runter. Wie das Wasser geht? Es trinkt nichts. Vielleicht sind da einfach ein paar Haare drin oder so. Aber ich sehe da unten jetzt auch nicht wirklich Haare. Das liegt jetzt nicht an diesen paar Strähnen, glaube ich. Mann, scheiße, ey. Moin. Oh, hi. Hi. Ich wollte Paula schnell einen Kaffee bringen noch. Oh, wo die sind? Die ist draußen auf dem Termin. Ach so? Ja, die ist leider nicht da. Ging auch fix. Was ist denn das für eine Scheiße? Was machen wir denn jetzt, wenn das Waschbecken hier nicht funktioniert? Ein Problem. Was denn? Vielleicht kannst du ja mal das Wasser im Waschbecken läuft nicht mehr ab. Ich habe schon die paar Haare schon da rausgezogen, aber es geht trotzdem nicht. Na, guck doch unten beim Siphon nach. Schau dir noch mal ab. Ich habe doch überhaupt gar kein Werkzeug hier. Und außerdem kenne ich mich doch gar nicht damit aus. Was? Vielleicht können wir doch Rohrreiniger reinmachen. Rohrreiniger? Ja. Es muss doch dann Stunden einwirken. Wir brauchen doch das Waschbecken. Ja, ich krieg das schon hin jetzt. Du, kannst du das vielleicht mal angucken? Ich meine, bevor ich jetzt einen teuren Handwerker rufen muss und... Ja, aber nicht jetzt gleich. Ich muss noch auf einen wichtigen Termin. Okay. Dann hole ich ein bisschen Werkzeug, komm noch mal vorbei, okay? Okay, super. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Bis dann. Okay, Joe kriegt das bestimmt hin. Ich denke schon. Wann kommt denn Joe endlich? Der meinte doch, der hat bloß einen kurzen Kundentermin und danach würde er sofort herkommen und uns helfen. Wir brauchen das Waschbecken. Ja, er wird schon. Das wird schon, wirklich. Wird schon. Du hast Ja, kannst nichts daran ändern. Was willst du? Hi. Hi. Was machst du hier? Joe schickt mich. Soll hier was reparieren? Hat er euch nicht Bescheid gesagt? Bist du nicht der Azubi? Ja. Und du meinst, dass du uns helfen kannst? Ja, sonst hätte Joe mir nicht Bescheid gesagt, dass ich das hier machen soll. Mhm. Hey, warte mal. Kennen wir uns nicht von irgendwo? Haben wir dich schon mal irgendwo gesehen? In der Bar mit Ole, glaube ich, oder? Ja, ist ja jetzt auch egal. Ich zeig dir dann mal, wo das Problem ist. Also, es geht um das Waschbecken hier und zwar läuft da das Wasser nicht mehr ab. Okay. Keine Ahnung, was da nicht stimmt, aber es funktioniert nicht und wir brauchen das Waschbecken unbedingt. Also, ist auf jeden Fall keine Haare im Siphon. Meinst du, dass du uns da helfen kannst oder sollen wir vielleicht doch besser auf Joe warten? Gedulde dich, ich krieg das schon hin. Okay. Sicher, dass du weißt, was du machst? Ja, ja, schon. Aber das wird eine ganz schön feuchte Angelegenheit hier. Ja, dann lassen wir dich mal in Ruhe und arbeiten weiter. Wow, also von mir aus könnte ja öfter was kaputt gehen, wenn dann sowas hier sein wird. Süß, aber der ist hier zum Arbeiten, okay? Und du hast auch genug zu tun, also richtig. Jetzt ist halt den Handwerker am Kaffee, ja? Hättest du vielleicht noch einen Eimer oder sowas? Eimer? Ja, klar, hol ich dir. Ja. Okay, danke. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Danny wirklich der Richtige ist, um das Waschbecken zu reparieren, aber an einem hat er mir auf jeden Fall recht. Er ist wirklich nett dabei anzusehen. Nicht was für dich? Nein. Dann könntest du endlich mal wieder. Du weißt schon. Und der ist echt süß. Für dich. Mann, Danny ist doch noch ein Welpe. Und? Hallo. Zugegeben, süßer Welpe, aber nee. Und kannst du mal aufhören, mich ständig in irgendwelche Dates reinzuquasseln? Nein. Meine letzte Woche hat das doch auch schon nicht funktioniert. Da wollte der Typ. Der wollte dich daten und mich machen. Ich bin auf den reingefallen. Und nur weil das jetzt einmal so war, muss der nicht immer noch sein. Und ich glaube, er ist ganz süß. Also, Mann, was braucht er denn so lange? Ich dachte, das wäre alles so easy. Frag ihn doch mal. Mach ich auch. So, was ist denn das Problem? Ich dachte, das ist alles so easy und du kriegst das hin. Ich habe das auch hinbekommen, also die Verstopfung ist behoben. Mhm. Allerdings ist mir beim Zusammenschrauben aufgefallen, dass das Rohr nicht ganz dicht ist. Und wenn ich das jetzt wieder so zusammenschraube, wird untenrum alles feucht. Oh, ich glaube, dazu ist es schon, dafür ist es schon zu spät mit dem Feucht. Ey, ich finde das hier überhaupt nicht witzig, ja? Du hast es bestimmt nur noch viel schlimmer gemacht. Sollen wir nicht doch lieber auf Joe warten?
Soll ich ihn anrufen oder irgendwas? Ich hab's doch repariert. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist, ich muss das Gewinde neu einfetten und ein bisschen Hanf darum wickeln. Aber ich müsste das im Auto haben. Ja, was auch immer. Ich sag auf jeden Fall meinen Kundentermin ab, weil ich gehe hier nicht weg, bevor das nicht behoben ist. Es ist gleich fertig. Also es geht echt schnell jetzt. Vielleicht hätte ich den besser noch nicht daran lassen sollen. Ich finde, du solltest ihn mal ranlassen. Von mir aus würde ich ihm gerne dabei länger zuschauen. Ja, mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Mann, ich hoffe so sehr, dass Emmy recht hat und Danny das wirklich hinbekommt. Ich meine, nur weil er gut aussieht, heißt es ja nicht gleich, dass er auch gut arbeitet. Und? Weil ich habe dir immer gesagt, dass die Haare da rausgemacht werden, aber danke schön. Ja, das halb so wild. Willst du dir nicht mal was anziehen? Ich habe gedacht, das wird hier eine feuchte Angelegenheit. Also. Ich glaube, es wird hier wirklich gleich eine feuchte Angelegenheit. Was? Was? Ich hab einen. Sag mal, was denkst du, wie lange das dauern wird? Ich denke, es ist fertig. Wirklich? Sollte jetzt alles wieder dicht sein. Geil! Perfekt, super, dann schaffe ich es ja sogar noch pünktlich zum Kundentermin. Da siehst du. Ja, ich hab's wohl wirklich unterschätzt. Tut mir leid, dass ich so rumgezickt habe. Ist nicht schlimm. Ich meine, ich kenne das als bei mir in der Werkstatt, also bei Joe. Als da nicht alles so nach Plan gelaufen ist, und? Da bin ich auch innerlich ein bisschen durchgedreht und vor allem hier mit deinem Laden. Also, halb so schlimm. Ich hol kurz mein Portemonnaie und dann, ja. Ach Quatsch, hey, lass stecken. Sicher? Ja, das war doch eine Kleinigkeit. Also, stimmt auch. Danke. Bitte. Okay. Also ich habe ja gesagt, ist nicht so wild. Aber wenn ihr Lust habt, ihr könnt mich gerne auf einen Drink einladen. In L.A. Party oder so? Warum nicht heute, Joe? Ich wollte hin. Also ich habe Zeit. Ja, klar, warum nicht? Ich habe auch Zeit. Ja cool. Dann bis später, würde ich sagen. Das ist Emmy, also nicht also von Janis, Emmy. Es dringend kann ich. Ich habe eh keine Kunden mehr. Ja, alles gut. Oh Gott, danke. Wir sehen uns später. Ja. Wenn was ist, ruf mich an, ja? Hi, bis später. Ciao. Ich bin mal so frech und lass das Chaos. Ja, alles gut. Du hast schon genug geholfen. Okay, cool. Dann bis später. Bis später. Emmy, ich muss dann auch los, ja? Ja, ist der mitkommen. Hallihallo! Hi! Sorry für die Verspätung, aber Joey wollte mich einfach nicht gehen lassen. Der Kleine war schon wieder total süß. Wir passen jetzt Kretze und Schmidt auf den Kleinen auf. Fein. Dann konnte ich doch noch kommen. Hast du was von Paula gehört, sag mal? Die ist so schnell weg, muss man sich Sorgen machen? Nee, die hat angerufen, dass sie auf dem Weg hierher ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Okay. Mhm. Ja gut, dann hoffe ich, dass bei ihr alles gut ist. Bestimmt. Ich wollte mich noch mal bei dir bedanken. Auch wenn es zwischenzeitlich heute nicht so rüberkam, fand ich, dass du echt super Arbeit geleistet hast. Und ich hoffe, du weißt, was du für einen tollen Azubi hast. Ja, weißt du. Ja, ich weiß, was der Kleine drauf hat. Alles gut. Aber habe ich gern gemacht. Kriegt man hier jetzt auch was zu trinken oder muss ich hier verdursten? Also eigentlich schon, aber Toni ist gerade irgendwo im Lager. Okay. Darum, ist ja gut. Schlecht. Paula ist ja sowieso noch nicht da, dann warte ich einfach, bis sie da ist. Genau, dann können wir zusammen trinken, weil ohne Paula ist es ja keine richtige Party. Außerdem fehlt ja meine bessere Hälfte, bevor das hier vollständig ist. Och, deine bessere Hälfte fehlt, ja. Ey, immer mit deinem Liebesgesäusel, ne? Ich bin kein Liebeskasper, ich schwärme vielleicht ein bisschen. Ein bisschen? Ja. Also, auf der Arbeit ist das mehr als ein bisschen. Was ist los? Ja, die ganze Zeit an meinem Ohr, ich will arbeiten und dann laberst du mir einen voll mit Paula. Da sitzt der Kopfhörer auf. Bestimmt. Ja, tatsächlich kommt mir das ziemlich bekannt vor, denn Paula ist auch nicht viel besser. Den ganzen Tag liegt sie mir mit dir in den Ohren. Furchtbar. Ja, aber ist doch schön, dass wir voneinander schwärmen, ein bisschen. Ja, ich könnte ein bisschen weniger sein, aber wir freuen uns ja, dass ihr so happy seid. Wir freuen uns. Siehst du, da ist deine Angebetete ja auch schön, schon. Schön, dass ihr zwei wieder zusammen. Ja, Joe hat dich nämlich ganz doll vermisst. Komm her. Oh Mann, ey. Was ist los? Ja, ich hab dir ja geschrieben, ich hab dir ja noch nicht erzählt. Theo hat Janis die Adresse gegeben, wer dahin, aber ich glaube, ich muss erstmal. Ja, genau, komm erstmal an, komm runter, wir trinken dann was zusammen, dann habe ich auch eine kleine Überraschung für dich mit. Hm. Was denn? Verrate ich nicht. Okay, ich glaube, wir müssen uns alleine amüsieren. Ideen? Ich glaub's auch. Wie wär's, wenn wir uns ein bisschen besser kennenlernen?
Okay. Also, ich hab noch nie. Ja, cool. Habe ich irgendwann in der Oberschule zuletzt gespielt. Dann habe ich jetzt ein richtig cooles Spiel. Also ich bin jetzt mal so frech, weil ich denke, Toni wird so schnell nicht wiederkommen. Ach ja. Und? Ach du Nummer Scheiße. Uno. Was macht er denn? Ja, wir bezahlen. Ja, wir bezahlen. Ich achte darauf, keine Sorge, Leute. Okay. Und ja, du kennst das Spiel. Also ich habe noch nie. Ich habe noch nie Sex mit einem Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin gehabt. Wer hätte heute Morgen gedacht, dass ich noch so viel Spaß mit Danny haben würde? Egal, ich genieße es einfach. Wie das aussieht, riecht. Okay. Ja, wollen wir denn irgendwo fahren? Und du hast echt deine Eltern beim Sex erwischt, oder was? Ja, ich wünschte auch, dass es nicht passiert wäre. Und ich wünschte, ich könnte es verdrängen. Aber ja, glaub mir, es war nicht schön. Glaube ich. Ja. Und jetzt ist mein Vater ja schwul, seit ein paar Jahren. Also, der hatte tatsächlich sogar mal was mit Rick. Du verarschst mich gerade. Nein, ist mein völliger. Paula, du kannst dich erinnern, oder? Wo wollt ihr denn hin? Sie ist kaputt. Wir machen los. Ach, du bist kaputt. Ja, außerdem bin ich jetzt zu Hause noch die Überraschung. Wenn ihr zusammen seid, seid ihr voll die Langweiler geworden. Nein, zu Hause gibt es voll Überraschung. Also habt ihr euren Spaß? Ja, ja, so Auto, ich viel Spaß zu Hause. Für die Getränke gibt's ja, nichts zu sehen. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Überraschung, ja? Hm. Viel Spaß. Ich weiß, was Überraschung heißt. Ja, ja, Überraschung. Aber das Recht sind so lame geworden. Joe ist wirklich auf Arbeit die ganze Zeit nur noch von Paula. Ja. Sag ich ja, aber du bleibst noch, oder? Du hast noch Zeit? Ja, macht doch Spaß gerade, wir können noch einen trinken. Außerdem habe ich auch keine Freundin, die irgendwie zu Hause auf mich wartet oder rummeckert, weil ich nicht nach Hause komme. Von daher, tschüss. Tja. Ja, Single sein kann auch echt befreiend sein, vor allem, wenn man gerade erst so eine Beziehungspleite hinter sich hat. Ach ja, Beziehung. Aber auch das will wieder und es geht wieder bergauf. Tja, ich glaube, daran muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber... Auch das wirst du schaffen. Ich bin der festen Überzeugung. So, wir haben es gleich geschafft. Danny, ich glaube, ich kann doch nicht mehr bleiben. Ich muss Schmitty und Katze unbedingt da ablösen beim Babysitten. Ich habe total die Zeit vergessen. Tut mir leid, aber es ist schon voll spät. Du hast recht, es ist spät. Ich bring dich nach Hause, damit du auch sicher nach Hause kommst. Aber vorher gehe ich noch kurz auf Toilette und ich sage eben Toni Bescheid wegen den Drinks. Okay? Okay, super. Cool. Alles klar. Mann, irgendwie will ich den Abend so noch nicht enden lassen. Und irgendwie hatte er mir auch recht. Danny ist wirklich ein heißes Schnittchen. Vielleicht sollte ich ja doch noch mal drüber nachdenken, nichts anbrennen zu lassen. Da sind wir auch schon. Danke fürs Nachhausebringen. Das ist echt total süß. Ja, ich meine um die Uhrzeit besoffen. Entschuldigung, ich bin nicht besoffen. Aber trotzdem, um die Uhrzeit alleine als Frau ist schon, also ist selbstverständlich kein Problem. Magst du vielleicht noch mit reinkommen? Ja, ich will noch ein Bierchen nehmen. Ich guck mal, was da ist. Na? Geht's euch gut? Ja. Darf ich vorstellen, der beste Handwerker Berlins. Der hat nämlich heute mein Problem mit dem Abschluss in der Schütte behoben. Aber bist du nicht der Zubi hier von dort? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und du bist der beste Handwerker von Ernst Berlin. Allerdings. Pass auf, da habe ich ein Problem. Handwerklich begabt, in mein Zimmer. Ne? Da möchte ich ein Licht verlegen für meinen Sohnemann. Da hat ein Stromschaltkreis aufgebaut von A nach B, aber irgendwie kriegt er mal in den Licht. Was denn? Der ist jetzt nicht hier, um irgendwas in deinem Zimmer zu reparieren. Achso, ja, okay. Also kannst du bei Gelegenheit mal anschauen. Ja, ja. Sag mal, was ist denn mit Joey? Schläft er schon? Ja, klar. Wir haben uns die ganze Zeit um ihn gekümmert. Super, ich sag dir, ihr seid meine Lieblingsmitbewohner. André war auch hier. Richtig. Was sollte der? Naja, einfach um sein Kind gekümmert, was man macht als Vater. Ja, gut, dann freut mich natürlich mit der Joey. Der Benni hat mich auch ganz schön auf die Beine. Oh ja. Der wird immer fitter, der Joey. Ich mach noch ein bisschen sauber. Schmitty, penn gut. Schlaf schön. Bier. Bierchen. Haben wir Bier, Katze? Na klar, was für eine Frage. Immer bestens versorgt. Fühl dich wie zu Hause, ja, Tobi? Wie heißt nochmal richtig? Danny. Ja, sag ich doch. So, einmal für dich. Dankeschön. Einmal für mich. Ich mach uns ein bisschen Musik an. Nicht so laut, dein Sohnemann schläft, ne? Ach, denkst du, das hab ich vergessen, oder was?
Aber ich finde, so eine kleine Privatfahrt hier hat doch auch seinen Charme. Danny ist Single, ich bin Single. Noch dazu sieht er mega gut aus. Also warum nicht einfach mal heute aufs Ganze gehen? Sag mal, wir hatten doch gestern eigentlich eine Menge Spaß, oder? Ja. Wie wär's denn, wenn wir einfach da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben? Kommst du noch mal ins Bett? Willst du mal kuscheln? Nee, gehört nicht. Mann, was ist denn mit Janis heute los? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich will nicht für die Tanzen. Du musst für die Tanzen bezahlt. Ich zahle das Doppelte. Du zahlst das Doppelte? Nee, Sama. Danke. Kein Ding. Ich bin Tristan. Hi, ich bin Olivia. Hat dir dieses Video gefallen, dann abonnier gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um auch nichts mehr zu verpassen. Und ganze Folgen von Berlin Tag und Nacht findest du kostenlos auf TV Now.